Willkommen zum Best-of. Heute geht es los mit Sport. Und wer glaubt, dass bei Sportdisziplinen nichts schiefgehen kann, der irrt sich. Wieso sind bei den anderen keine Fadenkreuze? Weil ich behindert. Ja, gib mir Punkte. Ja! Gibst du mir, Baby. Junge, das kann meine Oma besser. Boah, Force, du wirst immer besser. Scheiße. Ja, nur sie gesagt, das kann ich halt nicht. Alter. Alter, fuck my life. Ja. Hui! Oh, der Arme. Verpiss dich! Nein! Köttelpferd. Sackbeutler, ey. Alter Kacke Krapfnitz. Hey. Hoch, du Bastard! Ey, die bremst nicht! Ein bisschen. Kommt bestimmt der Scheiß. Ah, der hat noch getroffen hier. Der Bastard. Lol. Es ist ein Zusammenspiel aus Gas geben und Bremsen. Ich krieg es nicht Gas hin. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ich kann da drücken, dass ich will. Es klappt nicht. Ich finde das. Nicht, dass das Gummi noch reißt, Thor. Das klingt falsch. Oh! Und tschüss. Ich hab nichts gesagt. Wag es dich. 10 Punkte mehr. Fuck you, Eddie. Willst du mich verarschen? Was denn? Ich bin ausgerutscht. Oh, oh, oh. Hallo? Hau ab, du blöde Blunze. Gib dem Force mal ein paar saftige Schmatzer, ey. Der braucht das. Ich hab gehört, der Hedy braucht das mehr. Ich brauche das. Er steht auf die Küste von Elmira. Oh ja. Du von dir auf Montana. Oh. Ja. Erstmal nachher Schätzchen. Ah. Wieso geht das bei mir nicht? Hallo. Ah, jetzt. So, am Controller drücken, nicht am Pillemann. Ja, was denn? Oh! Hab ich ja gewonnen. Oh. Fuck you, Eddie. Ja, lol. Na, geht's bei dir nicht? Der Force drückt die Knöpfe einfach. Ich drück die Knöpfe. Du musst nur die Knöpfe drücken, Eddie. Verpiss dich. Geht's zum Force, ey. Du Arschloch. Das wird aufpassen zu tun. Ich habe auch gepasst. Knut Stiefwand. Hedy. Ich hätte da mal eine Frage. Was ist geschehen? Was? Scheiße, ich habe zu früh losgelassen. Shit. Was ist das denn? Du landest aber jetzt nicht mehr auf der Matratze. Ja. Zurück. Das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Gas hier.
Gas geben, Gas geben, Gas geben. Nicht bremsen, Gas geben. Ich geb Gas. Nein, du hast ein paar Mal abgebremst, hast du. Das habe ich gesehen. Ich habe eben Gas gedrückt. Hä, wie kann er drüber? Du hast aber abgebremst, das habe ich gesehen. Sammel die Reste! Ich bin runtergefallen gerade, Freundchen. Bremsen, bremsen, runter, bremsen. Du Bastard! Ey! Eil. Eieiei. Jetzt weiß ich. Ja, und ich würde lachen, wenn der sich. Ich weiß doch jetzt, wie das geht. Antonio nicht auf Glauben. Ja. Ja, jetzt will ich was sehen. Ist nur die Frage, ob das so, ist nur die Frage, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber das werde ich gleich sehen. Wenn er zu weit unten ist, musst du Gas geben. Wenn er zu weit oben ist, musst du abbremsen. In der Unterhose der Bremsspaß. Weißt du doch. Oder nicht? Du mich auch. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Mit ein bisschen Gas. Bremsen! Weiß nicht, zählt das noch? Ja, Punkte kriegt er. Wow, der Voss hat's geschafft! Was ist denn jetzt kaputt? Ich hab jetzt endlich. Ich hab jetzt endlich verstanden, wie das funktioniert. Hat der mir gerade ernsthaft gesagt, ich soll irgendwie Zimt aufschnupfen? Ja, streichel mir über den Kopf, du pädophiler Priester. Ich hab schon Wurstwasser gelesen. Oh, es ist Wurstwasser. Wurstwasser? Ist bestimmt sehr gut für die Pflanzen. Bist du, hau ab, ich hab Plastikmesser und keine Gnade, es zu nutzen. Mensch, weißt du nicht, wie du ein neues, was? PAL? Ein neues PAL-System erschaffen kannst, damit du andere Konsolen nutzen kannst. Keine Ahnung, PAL ist ja, glaube ich, diese, ja, PAL, NSC-Dings. Aber eine Idee. Geh mal durch dieses Tor da durch. Ja, geh nur durch, mein Bruder. Betreibt eine Bar auf der anderen Seite, wo du Halt machen kannst. Meinst du so, Wolf? Yes. Tutanchamun. Keine Ahnung. Du hast nie, also ich habe niemals eine Pflanze gesehen. Heul doch. Etwas erased ist pointless. Lass uns diese punktlose Welt auslöschen und uns zum nächsten voranschreiten. Ich habe auch keinen Schnee. Wow, Sans. Wow. Was ein Schenkelklopfer. Ich habe auch einen für dich. Back dir ein Eis drauf. Wow, 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 wow. Was zur Hölle? Ich habe nur Dog-Scheiße hier drin. Nein! Jetzt hat er gerade seinen Rucksack mit Pfundescheiße gefüllt. Because you run heavy as irgendwas. Das war jetzt nicht schlau. Wusste ich ja. Alter! Ich will ja nicht so viel. Ah, wie krieg ich das weg? Ja, das soll jetzt scheiße. Wie denn? Das hier bedeutet Shit happens in Wirklichkeit. Thank you.
Aber das allein ist schon Goldwerk genug. Das ist schon Goldwerk genug, ey. Ja, es bewegt sich hier kein Stück. Ich muss das aufbewahren. Das ist auch wieder so ein Ding fürs Beste auf. Ich krieg mich nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Ja, ich hau hier schon fast gegen die Tischkante und nichts funktioniert hier. Oh, Scheiße. Oh, Hilfe. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, das ist sicher ein Stück, ey. Ich kann nicht mehr. Ich krieg mich gar nicht mehr ein, ey. Jetzt mache ich das Batterienfach auf, ey. Oh, ich muss jetzt mal wieder zur Ruhe kommen, ey. Oh. Als er sich umdrehte, um sein Tattoo auf den Boden zu legen. Okay, als er sich umdrehte, um sein Tattoo auf den Boden zu legen, entdeckte ich plötzlich seine Klamotten auf seinem Rücken. Ja, seit der neueste Trend, ablegbare Tattoos. Wollen Sie das nicht mehr? Einfach auf den Boden legen. Ich stehe da gerade ganz böse unter dem Zapfen, das gefällt mir nicht. Du hast ihn? Ich hab ihn. Viel Spaß mit ihr. Mit Hannibal. Der ist auch schon. Moment. Hannibal ist eine... Ja, genau. Kugel. Genau. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde gleich mal ganz langsam den Rückzug antreten. Keine Sorge, es ist nicht... Die redet... Oh Gott. Es geht schon nach dem Null. Naja, als Liebeskugel ist das Ding auch... Und ich meine nicht diese Liebe, die man auf, sag ich, auf Jahrmarkt... Ich meine, das Streich ist noch harm. Stell dir mal vor, sie würde was anderes wie der Kugel... Oh nein. Du musst mit dem Chili was Scharfes kochen, dass du die Kälte standhältst. Und dann musst du auf den höchsten verschneiten Berg. Hol dir Wolfsbrüche dazu, dann haben wir ein delikates Essen dabei. Also, ich nehme mal an, alles, was du gerade gesagt hast, war falsch. Falsch verstanden. Ja, leg Gustapfel. Los. Okay. Nee, er hat irgendwas geredet von Backen und irgendwie eine Apfeltasche in den Teig packen und irgendwie... Was? Und dann wollte er noch irgendwas mit seinem Arsch machen, aber das habe ich nicht verstanden. Das war nur irgendwie... Ich glaube, Wolf hat heute gute Drogen genommen. Ich kann nicht mehr, ey. Er hat sich eigentlich gesemmelt zu Hause, glaube ich. Ich hab nicht mal... Verstanden, ob du mit Arschbacken mit sich oder... Okay, was ist das denn? Ah, so ein Käffchen unter blauem Himmel ist schon das Feines. Ich nehme an, das war einfach wieder falsch, was ich verstanden habe. Ja, das war wieder falsch. Junge! Es ist dein Internet. Das war immer falsch, was du verstanden hast, Wolf. Immer ist es falsch. Ja, denke ich wahrscheinlich auch. Irgendwie mag ich Discord heute nicht, weil die ganze Zeit verstehe ich irgendwas Schweinisches, weil irgendwie ein Burrito in den Hintern stecken. Wahrscheinlich? Vielleicht bist du ja das Schwein, der seinen Finger in den Anus reinschieben möchte und immer umrührt. Burrito. So isst Wolf mit seinem Anus. Ich verstehe das. Weiß ich auch nicht. Sind die in Österreich oder was? Vielleicht spinnen auch meine Kopfhörer. Ich glaube, das, was dazwischen ist, spinnt. Das Hirn?
Oh! Ah, sehr gut. Brauchst du dein Lärchen? Getränke können wir bei den Gequabbel auch... Bei dem Gequabbel! Mann, jetzt kommen wir gerade ganz durcheinander, ey. Ich bin Josef Lander, Zimmer, Architekt und Chef des Bauunternehmens Jolan. Liebe, Mut, Hoffnung im Herz, Dieter, alles ums Haus erledigt, Jolanda. Ich glaube, du bist von meiner Nova, Kumpel. Josef, da, Landa. Bauunternehmen, Jolanda. Du bist von meiner Nova. Jolanda, da. Was ist das für ein Freak? Wenn du wüsstest, Schwacki, was ich da noch erwarten würde, aber ich sitze da jetzt mal nicht mich zu äußern. Wie? Du kennst diesen Tanz nicht? Ich dachte, der wäre bei euch jungen Leuten gerade der letzte Schrei. Bist du der Vater von Tingle? Der letzte Schrei sind aus seinen Klamotten. Geil. Wie dem auch sei, wenn du nichts brauchst, kannst du mich bitte in Ruhe lassen. Okay, ich lass dich einen komischen Tanz da machen. Wir reisen mal zum Festival mit diesem Schiff. Hoffen wir es mal, sonst habe ich jetzt echt ein Problem. Da fäll ich auch. Lack! Wie konnte ich nur vor diesem Licht besiegt werden? Eines Tages. So schnell kann doch keiner lesen. Dann kehre ich zurück und mache dich. Wir werden uns wiedersehen. Tschüss! Rettung in letzter Minute. Und die Moral von der Geschichte, keine Highlights gibt es nicht. Wirklich einsame Spitze, du Held! Ich tue mein Bestes, Prinzessin. Exactly!